Und jetzt, Leute, kommt das absolute Schmuckstück dieses Hauls. Ich wollte diesen Duft schon so lange haben und habe ihn mir endlich bestellt. Und es ist kein günstiger Duft, aber für Honigliebhaber ist es wirklich the top. Wirklich the top. Und zwar ist es von Schloss Parfümerie. Ich muss den Namen leider ablesen, weil irgendwie kann ich mir den nicht merken. Das ist der H-100 Jubilee. Und das ist eine Limited Edition. Und das ist der Honigduft. Leute, wenn ihr auf Honigdüfte steht, könnt ihr den blind bestellen. Habe ich auch gemacht. Ich wusste nicht, wie der riecht und habe die Wahnsinnskohle dafür ausgegeben und war überwältigt, als ich den gerochen habe. Schaut mal die Verpackung, könnt ihr das sehen? Da sind auch solche kleinen Bienchen drauf und ich finde das unglaublich schön gemacht. Und der Flakon, der ist handgearbeitet und handvergoldet. Und hier drauf ist auch Schloss Parfümerie, die kommen aus Stuttgart. Kann ich euch mal verlinken. Ja, ist da drauf graviert, beziehungsweise drauf gestanzt oder so. Und Leute, dieser Duft, der dickste, leckerste, opulenteste, schönste, wärmste Honig, den ihr gerochen habt. Also der Duft klebt auch wirklich. Ich muss ihn gerade drauf sprühen, Leute. Ich kann nicht. Oh, ihr braucht davon unglaublich wenig. Und oh mein Gott, es riecht wirklich authentisch nach so richtig schönem, dicken, leckeren, süßen Honig. Da ist auch Karamell drin. Und es ist einfach so eine wunderschöne Symbiose der Duftnoten. Und Leute, ihr wisst, wie sehr ich Honig liebe und als ich den Duft gerochen habe, dachte ich, ich komme. Also, der ist so geil. Davon kann man, glaube ich, auch Proben bestellen. Also schaut euch den unbedingt mal an, wenn ihr nur ansatzweise Honig, also die Honignote in Parfum mögt. Mamushka, also der ist wirklich High Class, High Level. Also eines der, ich würde mich sogar dazu versteigen, dass es eines der schönsten Parfums in meiner Sammlung ist. Also holla die Waldfee.